Im heutigen Video will ich darüber reden, was wichtig ist, wenn man eine Wohnung sanieren lässt, worauf man besonders achten sollte. Und das Video ist besonders interessant, weil ich aus eigener Erfahrung spreche. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In diesem schönen Video will ich darauf eingehen, was wichtig ist, was zu beachten ist, wenn man eine Wohnung sanieren lässt. Ein kurzer Hinweis vorab noch: Solltest du dieses Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, dann nimm dir jetzt kurze Zeit, abonnier den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So, jetzt sind wir mal in dieser schönen Einzimmerwohnung und ja, es ist noch Baustelle, es ist der 30.04., das wäre so der Tag, an dem die Wohnung fertiggestellt werden hätte sollen. Umso mehr Konjunktiv man braucht, umso schlechter hat man eine Sanierung vorbereitet. Das Ganze ist besonders witzig, weil ich ja selber Anwalt bin und sehr viel mit Immobilienrecht mache, aber selber natürlich nur selten Wohnungen saniere. Und das ist überhaupt die erste Wohnung, die ich saniere. Ich hatte diese Wohnung gekauft, da war sie vermietet. Über den Kauf einer vermieteten Anlegerwohnung habe ich bereits ein Video gemacht. Das verlinke ich oben in der Infokarte. Bei der Sanierung einer Wohnung gibt es sehr viel zu beachten und ich bin zwar sehr genau, was meine Klienten anlangt, aber man sagt ja von Anwälten und von vielen anderen Berufsgruppen, sie sind oft in den eigenen Angelegenheiten vielleicht am schleißigsten. Ja, und das fällt mir jetzt auf den Kopf. Die Wohnung ist im Februar frei geworden. Ich habe mich dann sofort um jemanden gekümmert, der die Wohnung sanieren kann. Da ist es ganz gut, wenn man ein Netzwerk hat und fähige Leute vielleicht empfohlen bekommt. Aber wie ich jetzt aus eigener Erfahrung weiß, muss man auch mit derartigen Empfehlungen sehr vorsichtig sein und die vielleicht genauer kontrollieren. Wie dem auch sei, ich habe den Auftrag erteilt. Das war so eine typische Handschlaggeschichte. Also Handschlaggeschichten sind toll und sind immer katastrophal, weil alles, was mit Handschlag ist, ist unbeweisbar und man braucht es gar nicht böse meinen. Derjenige, mit dem ich diesen Handschlag gemacht habe, hat sicher keine böse Absicht, aber es gibt viel Raum für Missverständnisse, wenn man Dinge nicht klar ausformuliert. Also zumindest die Eckpunkte einer Vereinbarung sollte man schriftlich festhalten. Ein Eckpunkt, weiß ich noch, war, die Wohnung muss im April bezugsfertig sein. Und im April bezugsfertig, so, wir haben jetzt den 30. April und es ist nach wie vor eine Baustelle. Das heißt, wir haben uns dann darauf geeinigt, die Wohnung muss im Mai bezugsfertig sein. Mai ist morgen, hier Baustelle, keiner arbeitet, Mai wird es also auch nicht werden. Das heißt, wir verschieben es noch einen Monat nach hinten. Dann ist klar, jedes Monat, in dem diese Wohnung leer steht und so schön sie auch ist, saniert wird, ist ein Monat, in dem ich keine Miete bekomme. Und ist ein Monat, in dem ich aber die Kreditraten trotzdem bedienen muss und trotzdem Betriebskosten zahlen muss. Also für mich ist eines der essentiellen Dinge, die man festhalten muss, der Fertigstellungstermin. Der Fertigstellungstermin muss fixiert sein und um das Ganze etwas knackiger zu machen, sollte man auch eine Vertragsstrafe, eine Konventionalstrafe vereinbaren für den Fall, dass dieser Termin nicht eingehalten wird. Diese Vertragsstrafe braucht nicht so sein, dass der Handwerker ruiniert wird, weil das bringt auch nichts, dann kriegt man das Geld sowieso nicht, dann geht er in Konkurs, macht nicht fertig und man hat größere Scherereien als davor. Aber um es einfach zu halten, würde ich einfach pro Monat eine Monatsmiete und vielleicht pro Tag ein 1/30 der Monatsmiete ansetzen. So gibt es ein gewisses Interesse, dass es fertig wird und mir jetzt, also ich weiß, was ich machen werde, ich werde für jeden Tag, für jedes Monat, wo diese Wohnung nicht fertiggestellt ist, die Miete von der Rechnung abziehen. Von daher kann ich relativ entspannt sein, solange man also keine akuten Liquiditätsprobleme hat. Wenn man die aber hat, dann hat man sowieso schon einmal einen grundsätzlichen Konzeptionsfehler in der ganzen Anlegerwohnungsgeschichte. Also man braucht einen Puffer. Es darf niemals so sein, dass ein Leerstand von einem Monat, von zwei Monaten oder auch von drei Monaten wirkliche Probleme verursacht. Was man also dringend vereinbaren muss, ist ein fixer Endtermin. Ein Termin, an dem fertiggestellt werden muss, dann kann ich mich vorbereiten, kann einen neuen Mieter suchen. Das geht nämlich auch nicht von heute auf morgen. Da gibt es sehr viele Punkte zu beachten. Und bei der Auswahl des Mieters sollte man entsprechend vorsichtig vorgehen. Ein weiterer Punkt, der unbedingt fixiert werden muss, ist ja eh irgendwo klar, ist
Der Preis muss unbedingt ein Fixpreis sein. Es muss also davor ganz genau besichtigt werden, ganz genau inspiziert werden, und man sollte darauf achten, dass auch der Handwerker ganz genau prüft, was er hier überhaupt für eine Baustelle übernimmt. Das ist also mein Fehler 2. Ich habe mich darauf verlassen, was dieser Professionist gesagt hat. Ich habe mit ihm natürlich die Wohnung besichtigt, bevor sie saniert wurde. Und er ist so einmal durchgegangen, hat sich alles angesehen und hat einen Preis genannt. Und während der Arbeiten hat er dann immer neue Probleme festgestellt, die allerdings bei der ersten Besichtigung auch schon festgestellt hätten werden können, und hat seinen Preis immer korrigiert. Immer nach oben korrigiert natürlich. Nachdem wir das nie fix vereinbart hatten, auch nicht schriftlich festgehalten, ist es zumindest ein Diskussionspunkt, und das ist schon mal extrem mühsam. Also ich muss darüber streiten, ob der Aufwand, die Wand zweimal zu streichen, mir zuzurechnen ist, weil die Wand so schlecht war, oder ihm, weil er einfach das nicht richtig eingeschätzt hat oder vielleicht falsch gestrichen hat. Das ist grundsätzlich bin ich da in der besseren Position rechtlich, weil wir haben was vereinbart. Das ist halt schwer zu beweisen, wenn es nicht schriftlich ist. Also völlig idiotischer Fehler, dass der mir passiert, ist ja wohl die gerechte Strafe für einen Anwalt, der sagt, man muss immer alles schriftlich festhalten und es dann selber nicht macht. Aber es ist eine sinnlose Diskussion, die extrem nervt, und die nervt vor allem deshalb, weil sie schon während der Bauphase kommt. Und wenn man während der Bauphase mit dem ausführenden Handwerker streitet, ist es grundsätzlich schon mal schlecht. Dann ist die Gesprächsbasis nicht mehr so gut und man riskiert, dass er irgendwann das Handtuch wirft und sagt, ich lasse es einfach gut sein, mach's gut, oder er tut nicht richtig weiter, so wie da. Da scheint offensichtlich die Motivation nicht so ganz zu passen. Das sind jetzt mal so zwei wichtige Punkte, die mir jetzt persönlich aufgefallen sind, also meine eigenen Fehler, die ich nächstes Mal natürlich nicht mehr machen werde. Ein kleiner Tipp dazu, der völlig banal ist: Man sollte das notieren in einem Notizbuch, also so richtig mit der Hand und nicht einfach ins Handy, wo es dann im Nirvana der digitalen Medien verschwindet. In ein richtiges Notizbuch, das habe ich immer am Schreibtisch liegen, und da schaue ich jedes Monat mindestens einige Male rein, und so prägt sich das ein, man weiß, worauf man nächstes Mal zu achten hat. Umso teurer der Fehler ist, umso besser merkt man sich es natürlich, aber das ist, kann auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluss sein, dass man nur durchs Geld verlieren lernt. Am besten lernt man schon davor. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen interessanten Einblick zeigen können. Die Wohnung ist wunderschön, ich führe euch dann noch gerne rum. Allerdings ist sie leider noch nicht fertig. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen YouTube-Kanal. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen lang geworden ist. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn wisst, für den dieses Video interessant sein könnte, dann teilt gerne den Link. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Dan.